Hey, baby. I've missed you. I knew this was coming. One last time. I gotta make this count. Damit herzlich willkommen in Kapitel 4 und der vermutlich finalen Episode von Rocket Birds mit euren Evil Bob. Und Putzki ist heute dran. Oh, erstmal den Raketentyp ausschalten. Oha. Yeah. Huch. Da kam uns wohl eine Rakete entgegen. Ich sehe mich gerade so schlecht. Heilung, Munition, alles voll. Okay, dann kommt doch. Sieht sich gerade irgendwie so schlecht. Hui, Rakete verfolgt uns immer noch. Suchen die mal auf den Typ da zu lenken. Oh Gott, das sind einfach. Oh, jetzt haben wir glaube ich nicht mehr viele Typen, die wir sie lenken können. Doch, da ist einer. So, Munition, alles voll. Da ist noch einer. Komm her. Schönes Ding. Und jetzt? Dürfen wir irgendwo. Ah. Oh, zwei Raketen im Schlepptau. Verdammt. Okay, hat uns bis eine erwischt. Ist noch okay. Wow, haben wir die aber schön schnell kalt gemacht. Schön abgekocht. Mensch, das geht ja hier wie Brezel backen. Aber aufhören tut es leider nicht. Aber gut, wenn aus so einem riesen Luftschiff schon so viele rauskamen, wer weiß, wie viel da überhaupt jetzt schon allein aus so einem Teil herauskommen. Also so ein Teil, ich meine mit einer Rakete. Große Rakete. Munition, danke. Irgendwo noch eine Heilungsbox. So, Munition, aber keine Heilung. Da unten ist noch irgendwas. Ah, da müssen wir hin, alles klar. Boah, so nicht geplant. Ah, so kommen wir ins Innere des Raumschiffs, wollte ich schon fast sagen. Ist aber eigentlich ja nur eine Rakete. Was ist das denn? Kapitel 5, Doppelagenten. Aha. Was ist das denn? Ach so, das fällt dann da vorne runter. Munition. Brauchen wir aber eigentlich gerade gar nicht. Was ist das denn? Die Tür kennen wir doch. Oder dieses Zeichen. Ist das eine Tür? Keine Ahnung. Alles klar, jetzt muss... Jetzt geht's los. Ich meine natürlich. Schild ein! Hat zurückgeschossen. Komm her! Was trefft den dann irgendwann einfach nicht mehr? Oh, ich habe auch fast keine Munition mehr. Wo geht's das denn hier lang? Erstmal schauen. Der Vorstuhl? Hä? Okay, ich glaube, ich verstehe. Das ist sozusagen, wir rennen hier im Kreis. Ja, na klar. Wir rennen sozusagen außenrum um die Rakete im Kreis. Das ist halt die Frage, wo kommt der Typ an? Da kommt er an. Gut, dass die Kugel nicht zum nächsten Bildschirm durchfliegen. Jetzt bekommt er auch noch Unterstützung. Na, klasse. Huch. Oh, das ist schlecht. Wir haben keine Munition mehr. Hui. Kann man doch mit uns nicht machen. Also okay, wir müssen ja definitiv aufpassen auf unsere Munition.
Ah, verdammt. Schon wieder keine Munition, verdammt. Schnell weg. Es ist aber auch verdammt schnell alle die Munition hier. Danke. Okay, wir dürfen uns auch nicht... was war das denn? Wir dürfen uns nicht zusammen in der Mitte aufhalten. Also nicht zu sehr in der Mitte aufhalten von so einem Abschnitt. Bei andernfalls... genau. Wir können den Schüssen nämlich nicht ausweichen. Munition aufladen, aufsammeln. Bleiben wir bei der Munition. Jetzt kommt auch noch jemand. Na klasse. Gut, den haben wir schon gleich mal erledigt. Also, hätten wir mehr Munition, wäre das definitiv einfacher. Zum Glück macht er nicht so viel Schaden bei uns. Oh, da war er schon wieder. Verdammt. Was? Da kommt noch mehr. Was? Hat er jetzt... Oh shit. Was ist das denn jetzt? Schreien einfach mal nach rechts. Und den sollten wir noch schnell ausschalten. Da uns zu viel Ärger macht. Und wir haben auch nicht mehr ganz so viel Leben. Die Frage ist jetzt, wo der Typ herkommt. Munition. Gleich wieder draufdrücken. Damit wir dann wieder was haben. Das ganz schön ist im... Ah, das doch. Huch. Ah, scheiße. Ich glaube, das Schild hält jetzt länger bei dem, aber... Ah... Vielleicht sollten wir den einfach von hinten erwischen. Ich schreie jetzt einfach in die andere Richtung und hoffe, dass er mir jetzt in diese hinterherkommt. Vorher nochmal kurz Heilung. Damit wir auch immer alle Pakete... Ah. Das klappt ja sogar wirklich. Ich bin Hardboiled Chicken und werde dich jetzt in den Hintern kicken. Ah! Mal sehen. Ich glaube, unsere Munition reicht jetzt nicht mehr ganz, um den umzuwürfeln. Das war so gar nicht der Plan. Ah, ich muss vorbeirollen. Schönes Ding. Brauchen nämlich Munition. Jetzt haben wir ihn fast. Wir haben ihn fast. Ich renne einfach jetzt nochmal schnell in die andere Richtung. Komm. Ich drück vorsichtig aber mal drauf, falls es nicht war. Reap the whirlwind, asshole. Reap it. Ja, genau, jetzt bist du dran. So, haben wir das geklärt, würde ich sagen. Hätte auch das hier nehmen können, aber irgendwie verbraucht das mir zu viel Munition für zu wenig Schaden. Oh, steht ja gar nicht mehr Putzki da. Ah, schauen wir mal, was da los ist. Ja, was soll's. Ja, wohl, scheint mich nochmal. Man weiß ja nie, was jetzt kommt. Ah, ich kann nicht mehr drücken. Alles klar. Na super. Okay, mein Genieverstand sagt mir jetzt, ich sollte das so probieren. Genau, so meine ich. I gotta take a huge dump.
Das Geräusch. Alles klar, passt schon. Boah, voll komplizierter Plan. Was steht da eigentlich auf dem Fahrstuhl? Könnt ihr das lesen? Max Capacity 5 Packs. Jetzt ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was Packs sind. Muss ich jetzt hinterher fahren? Was? Wohin denn? Fahren wir jetzt um die Wette Fahrstuhl oder was? Oh, verdammt, noch weiter hoch. Wer hat das gebaut? Bitte, diese Ingenieure in dem Spiel. Keine Ahnung. Was war das? Ich bin zur Seite geschmäbt. War ein Moonwalk ohne Fußbewegung. Schon wieder. Und nu? Bitte wirklich? Oh. Und nu? Wieder runter oder was? Ja. Ich krieg dich. Das war eine super sinnvolle Einlage. Ah, naja. Wer baut denn sowas bitte? Danke. Ah. Wie soll ich jetzt hier durchkommen? Ah, ist aufgegangen. Alles klar. Warum ist es jetzt aufgegangen? Das weiß keiner. Oh, ach so, der fährt weiter. Alles klar. Ich dachte, ich muss schon wieder Fahrstuhl wechseln. Lalalala. Vielleicht müsste eigentlich nur noch Fahrstuhlmusik kommen. Hä? Ah, jetzt kommt der nächste. Kein Gegner. Bin ich jetzt gespannt. Sieht irgendwie cool aus hier. Aber sieht sehr überzeugt von sich aus. Aber ich glaube, genau, ich hab's durchschaut. Vielleicht so? Hahaha. Jetzt hab ich dich, mein Freund. Jetzt hab ich dich. Kann ich jetzt die Tür aufmachen? Ich kann nur laufen. Nein, kann ich nicht. Kann auch keine Waffe auswählen. Na, dann schauen wir mal, was da drüben ist. Zero Atmosphere. Have you put on your spacesuit? Wir haben keinen Spacesuit an, aber schauen mal, was da passiert. Und Glück. Sehr lustig. Hui. Eigentlich natürlich vollkommen schwachsinnig. Man kann sich ja mit seinen eigenen Bewegungen jetzt so schlecht in die Richtung vorwärts bewegen. Weil da ist er. Aber ist egal. Physik, über die Physik in dem Spiel sollten wir uns jetzt nicht weiter unterhalten. Das auszudiskutieren ist wohl, glaube ich, sinnlos. Well, that's that. Na, so viel dazu. Fein, Warnung, hartgekochtes Hühnchen. Die sehen auch wirklich nicht so aus, als ob sie das gut heißen würden. Na klasse, Eulen-Invasion. Ne, Eulvasion. Na krass. Würde ich sagen, wir haben es geschafft. Und die Welt ist sicher. Vorerst. Was unsere Nuklearrakete im ersten. Der ersten Episode angerichtet hat, wissen wir zwar immer noch nicht. Aber müssen sie ja keinen verraten. Ist das jetzt alles, was vom Abspann kommt? Kann ich jetzt irgendwas machen? Ich kann tatsächlich was machen. Okay, ich habe nur die Pistole. Ich muss jetzt. Es ist vermutlich das allererste Spiel, wo sich wirklich mal jemand Gedanken drüber gemacht hat. Wieso lebt er noch? Dass man was zu tun hat, während die Credits durchlaufen.
Okay, jetzt kannst du, falls du dir wirklich Frust während des Spiels aufgebaut hast, den kannst du hier jetzt rauslassen und dich sozusagen durch die Credits schießen bzw. prügeln. New World Resolution. Wie weit wir da jetzt wo rennen müssen, also wenn jetzt zum Beispiel, wenn ich mich an den Abspann von The Order und irgendeine Jahreszahl, habe ich schon vergessen, verdammt. Ja, wenn wir da,